Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. 70. Thronjubiläum der Queen. In London haben die mehrtägigen Feierlichkeiten mit der traditionellen Militärparade Trooping the Colour begonnen. Hunderttausende Menschen sind in die Stadt gereist, um die Königin und ihre Familie zu feiern. Ungarn blockiert erneut EU-Sanktionen gegen Russland. Ministerpräsident Orbán fordert offenbar auf die geplanten Strafmaßnahmen gegen das russisch-orthodoxe Kirchenoberhaupt Patriarch Kirill zu verzichten. Kirill hatte den russischen Angriff auf die Ukraine unterstützt und soll daher auf die EU-Sanktionsliste. Habeck sieht Russland-Sanktionen als Erfolg. Die Wirtschaft des Landes breche ein, sagte der Bundeswirtschaftsminister im Bundestag. Niemand wolle mehr in Russland investieren. Zwar bekäme Putin weiter Geld, er könne es jedoch kaum noch ausgeben, so Habeck. Urteil zur Wohnungsgröße von Hartz-IV-Empfängern. Laut Bundesverfassungsgericht sind die bestehenden Vorgaben verfassungsgemäß. Wer in einem zu großen Haus oder einer zu großen Wohnung lebt, hat demnach keinen Anspruch auf Sozialleistungen, unabhängig davon, ob dort früher mehr Menschen gelebt haben. Und das Wetter morgen vor allem Richtung Norden und Nordosten sonnig und trocken. Im Südwesten und Süden nach einem freundlichen Beginn vermehrt Schauer und Gewitter bis hin zu lokalen Unwettern bei 15 bis 29 Grad.